Ja, der Unternehmertag wird jetzt zum zweiten Mal durchgeführt. Nach 2010, da haben wir Premiere gehabt, auch hier in Scheiern. Warum Scheiern? Scheiern ist nun ein sehr bekannter Ort und wir führen den Unternehmertag gemeinsam mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft durch. Die VBW ist sehr interessiert, dass man auch hier diesen Ort Scheiern auch zukünftig wählen wird. Und ich denke, wir haben hier gute Voraussetzungen, um dieses Event gut über die Runden zu bringen. Ja, der Unternehmertag zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir den ja zweimal, also alle zwei Jahre machen wollen, um da auch hier den Unternehmen eine Gelegenheit zu geben, eine gute Plattform zu finden, sich auch mal unter der Zeit zu sehen, was ja oft gar nicht so einfach ist. Und das Hauptziel ist ja auch, um den Unternehmertag interessant zu gestalten, immer auch eine Persönlichkeit hier nach Scheiern zu bekommen, um den Unternehmen und Unternehmerinnen auch Gelegenheit zu geben, auch hier sich einmal über ein interessantes Thema, heute geht es ja Führen mit Werten von Pater Anselm Grün, und auch dann ein Vortrag von Bertram Brossard von der Verband der Bayerischen Wirtschaft. Auch mal interessante Aspekte, die man vielleicht so im allgemeinen Leben nicht so einfach mitbekommt, hier zu erörtern und sich dann auch auszutauschen. Wenn ich vor Unternehmen über Werte spreche, sagen die, das ist ja ganz nett mit den Werten, aber erst muss das Geld stimmen und dann kommen die Werte. Ich sage, nein, umgekehrt. Wertschöpfung durch Wertschätzung. Und es gibt genügend Untersuchungen, die zeigen, dass Firmen, die Werte leben, langfristig erfolgreicher sind als Firmen, die nur auf den Preis schauen. Warum das so ist? Die Stammkunden, mit denen man den Gewinn macht, die achten nicht nur auf den Preis, sondern auf die Werte, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Qualität, Freundlichkeit und so weiter. Wenn ich über Werte rede, dann möchte ich nicht moralisierend reden. Das hat die Kirche leider vor dem Konzil zu sehr getan, dass sie immer moralisiert hat. Moralisieren schafft nur ein schlechtes Gewissen und schlechtes Gewissen schafft keine Energie. Ich möchte werben für die Werte. Werte machen eine Firma wertvoll, Werte machen das Leben wertvoll. Und warum? Werte haben mit Würde zu tun. Das deutsche Wort Wert hat mit Würde zu tun. Die schützen die Würde des Menschen. Das lateinische Wort für Wert heißt Virtus und das meint, das ist eine Kraftquelle. Also nicht, dass wir Kraft brauchen, um die Werte zu leben, sondern umgekehrt, dass die Werte uns Kraft geben, aus denen wir schöpfen, Quellen, aus denen wir schöpfen können. Der Unternehmertag ist für uns aus Landkreissicht sehr wichtig. Es geht um die Vernetzung der Unternehmer, was für uns ein wichtiger Aspekt ist, dass die Unternehmen sich untereinander kennen. Daraus können sich wichtige Synergien ergeben, wovon alle profitieren können. Und da ist das die beste Gelegenheit heute, wenn 500 Unternehmer aus dem Landkreisgebiet hier sind, dass man sich kennenlernt, miteinander spricht, austauscht, sich Fragen stellt. Das ist ein guter Termin heute. Was für uns auch mitspielt, ist, den Unternehmen eine gewisse Wertschätzung zu zeigen, indem man so eine Veranstaltung aufzieht. Wir wollen damit zeigen, dass die Unternehmen uns was wert sind, dass es uns wichtig ist, was in der Wirtschaft passiert bei uns im Landkreis. Und da nutzen wir auch den heutigen Termin. Und natürlich auch, dass wir selber unsere Unternehmen kennenlernen. Also ich als Wirtschaftsentwickler des Landkreises, ich mache zwar meine Besuche bei den Unternehmen, aber da schafft man es natürlich nicht auf die Schnelle, sich mal bei 500 Unternehmen bekannt zu machen. Da kann man heute die Gelegenheit nutzen. Meine Damen und Herren, das Empfinden in unserer Gesellschaft ist ja nicht erst heute so, dass man meint, Wirtschaft und Werte stünden eher im Widerspruch, denn im Einklang miteinander. Die Wirtschaft sorgt sich nach allgemeinem Empfinden, wenn überhaupt, um die Sicherung der materiellen Werte. Und das, was im Volksmund unter Werten verstanden wird, etwa ein guter Zusammenhalt, gesellschaftliche Gerechtigkeit oder die Verantwortung für die Natur, das habe nichts mehr mit Wirtschaftskompetenz zu tun. Ich möchte heute sehr bewusst zeigen, dass Wirtschaftskompetenz Werte schafft, materielle wie immaterielle. Und ich möchte Ihnen dies an der Leistungskraft der bayerischen Wirtschaft demonstrieren, die in der Öffentlichkeit leider und zunehmend mehr in ihrer ganzen Vielfalt und Breite zu wenig wahrgenommen wird. Diese Leistungskraft und Vielfalt zeigt sich hier vor Ort in Pfaffenhofen mehr als deutlich. Wir haben ja, die Vorredner haben gezeigt, was hier
alles gemacht wird, dass man nahezu keine Arbeitslosen hat. Ihre Branchen, diese haben von Automotive über Flugzeug, Chemieindustrie, Pharma, Nahrungsmittelhersteller. Das ist schon ein Mix, der so in Bayern nicht überall da ist. Der sitzt auch, der ist eigentlich aber ein sehr spezifisches, was Bayern zu bieten hat. Dazu kommt ein hochinnovativ aufgestellter Mittelstand, Handwerk und die traditionell starke Landwirtschaft, deren Herzstück der Hopfenanbau ist. Ja, wir haben zum Unternehmertag in Scheiern eingeladen. Erstens einmal, um alle Unternehmen im Landkreis zusammenzuführen, ein Signal auszusenden, dass wir von der Landkreisseite unsere Unternehmer unterstützen, dass sie ganz, ganz wichtig sind für die Wirtschaftskraft, für die Beschäftigung natürlich. Wir stehen ja im Landkreis hervorragend da. Wir haben zurzeit eine Arbeitslosenquote mit 1,8%. In Deutschland der zweite Platz, also besser könnte man gar nicht dastehen. Aber wir dürfen nicht rasten, sondern wer rastet, der rastet ja. Wir müssen schauen, dass wir weiter nach vorne gehen. Wir haben bei uns im Landkreis ganz, ganz tüchtige Unternehmer, einen ganz guten Mix, möchte ich sagen. Große Unternehmungen und vor allen Dingen viele, viele kleine Handwerksbetriebe, mittelständische Unternehmen, die also mit das Rückgrat unserer Wirtschaftskraft sind. Und die wollen wir an die Hand nehmen, diese Unternehmer, wollen es stärken, wollen ihnen sagen, wenn sie Hilfestellung brauchen, sind wir im Landkreis da. Wir haben ja extra einen Wirtschaftsförderer eingestellt und an meiner Zeit als amtierender Landrat ist er eingestellt worden, der hervorragende Arbeit leistet. Und dann können wir eigentlich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Der Bereich Wirtschaftsentwicklung im Landkreis gliedert sich auf mehrere Bereiche. Wir sehen uns zum einen als Partner der Unternehmen, wir sehen uns als Anlaufstelle für Existenzgründer, als Wegbereiter für Ansiedelungen und auch die Wirtschaftsentwicklung für die Menschen im Landkreis insgesamt. Das eine ist Partner der Unternehmen. Da sehen wir uns als zentraler Ansprechpartner für alle Fragen, die Unternehmen betreffen, sei es Standortfragen, sei es Fragen zum Thema Breitbandausbau, ist es die Begleitung von behördlichen Genehmigungsverfahren. Wir wollen da, dass es einen kurzen Dienstweg gibt zu uns, dass wenn man eine Frage hat, dass man einfach zum Telefonhörer greift und sagt, da rufe ich jetzt mal an und frage. Der nächste Punkt ist Anlaufstelle für Existenzgründer. Es ist erwiesenermaßen so, dass Existenzgründer die ersten Jahre nach der Gründung besser überstehen, wenn es einfach gut vorbereitet ist und man einige Fragen vorher klärt. Da haben wir einige Partner, mit denen wir kostenlose Beratung anbieten. Und das ist wirklich eine gute Geschichte für Existenzgründer. Da kann man vielen helfen. Was Ansiedelungen betrifft, wir haben einen Landkreis, der sehr beliebt ist. Wir sind verkehrsgünstig gelegen. Das heißt, wir sind attraktiv für Ansiedelungen, allerdings geht es auch nicht von selber, man muss sowas begleiten und da sehen wir uns auch als Ansprechpartner, der eben mit allen 19 Landkreiskommunen gut zusammenarbeitet und sich eben solche Ansiedelungsverfahren dann begleitet. Dann ist es auch so, dass die Wirtschaftsentwicklung zu sehen ist für alle Menschen im Landkreis. Also wir sind nicht nur für Unternehmen da, weil das ist ein Kreislauf. Die Unternehmen brauchen gut ausgebildete Mitarbeiter und die Unternehmen sind aber wiederum verantwortlich für den Wohlstand bei uns im Landkreis. Somit ist es ein Kreislauf. Die Leute müssen gerne bei uns leben und arbeiten, sodass es unseren Unternehmen gut geht. Und wenn es unseren Unternehmen gut geht, geht es auch den Leuten im Landkreis gut. Dabei ist auch ein Thema der Breitbandausbau. Natürlich begleiten wir das sehr wichtig für die Unternehmen, aber wer braucht heute kein schnelles Internet? Also das ist eben ein Thema, das auch für alle Menschen ist. Und somit ist die Wirtschaftsentwicklung nicht nur für Unternehmen zu sehen, sondern einfach auch für alle Menschen im Landkreis. Wirtschaft schafft Lebenswert, Wirtschaft schafft Nachhaltigkeit und Wirtschaft schafft Heimat. Wirtschaft schafft Lebenswert, denn Wirtschaft ist für die Menschen da. Wirtschaft ist Kundendienst. Denn Unternehmen haben die Aufgabe, die Nachfrage der Bevölkerung nach Produkten und Dienstleistungen optimal zu befriedigen. Dass ich das überhaupt sage, muss, ist ja merkwürdig, ne? Das vergessen wir nämlich manchmal. Wenn Sie vor 30 Jahren nach Osteuropa gefahren sind, haben Sie gesehen, wie Wirtschaft nicht funktioniert. Eben, dass die Menschen nicht die Dienstleistungen und Güter bekommen haben, die sie haben wollten. Das hat ihnen tatsächlich damals diejenigen getroffen, die am wenigsten hatten. Es gab immer eine Klasse, die sich dort alles leisten konnte. Eine funktionierende Wirtschaft befriedigt die Bedürfnisse, die der einzelne Mensch zu Recht hat. Wer diese Aufgaben am besten erfüllt, der wird belohnt. Mit Gewinn, der reinvestiert wird, um sich als Unternehmen weiterzuentwickeln und mit neuen Aufträgen die bestehenden Arbeitsplätze sichern und neue schaffen. Wettbewerbsfähige Unternehmen schaffen damit nicht nur Lebenswert für ihre Kunden, sondern für ihre Mitarbeiter. In einer globalisierten Wirtschaft
müssen Unternehmen diese Aufgaben weltweit wahrnehmen. Ja, ich denke, im Landkreis ist das Kloster Scheiern, gegründet 1119, doch einer der historischen Städten. Und Kommunikation und Austausch war ja schon immer ein Leidwesen, das wir ja im Wirtschaftsbeirat ja auch pflegen wollen. Und da bietet sich natürlich so ein historischer Rahmen umso besser an. Und man sieht ja, dass man dann auch über diese Szenerie in Scheiern, heute haben wir ja wunderbares Wetter noch dazu bekommen, auch interessante Redner hierher bekommt. Und deswegen wollen wir das auch bewusst hier in Scheiern auch weiter fortführen. Dass wir vor 2 Jahren über 330 Leute hier hatten, zeigte, dass ein echter Handlungsbedarf gegeben ist und dass man sich wirklich wünscht, miteinander ins Gespräch zu kommen, miteinander Kontakte zu knüpfen. Und das ist damit auch möglich geworden. Und man sieht ja, wir haben jetzt ja weit über 500 Anmeldungen bekommen, dass dieser Unternehmertag sicherlich in erster Linie natürlich von den Referenten auch abhängt, aber natürlich auch gewünscht wird, um eben miteinander gute Kontakte zu finden. Tapferkeit ist nicht zuerst die Tugend der Soldaten, sondern für Platon die Tugend der Philosophen. Und Tapferkeit meint, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich den Kopf hinhalte, dass ich für das Leben kämpfe. Und das heißt immer auch, dass ich bereit bin, verletzt zu werden. Wer kämpft, wer sich profiliert, der wird auch verletzt. Das Problem unserer Gesellschaft ist, dass wir zu viel Zuschauer haben. Die Zuschauer wissen ja immer besser, wie der Trainer die Mannschaft aufstellen soll und wie der Lahm und der Schweinsteiger spielen sollen und so weiter. Aber die spielen selber nicht hin. Wer Verantwortung hat, wird auch verletzt. Und das gehört auch zu Menschen. Ein Beispiel. Zu mir kam eine Frau, 30 Jahre alt, mit ihrem Bruder, 24 Jahre alt, weil sie das Gefühl hat, der kommt nicht in die Gänge, der bleibt bei seiner Mutter sitzen. Wurde ich mit ihm geredet, was hast du denn gemacht? Gymnasium in der 11. Klasse abgebrochen, Elektrolehre nach einem Jahr abgebrochen, Gärtnerlehre abgebrochen. Ich sage, warum? Ja, die waren alle blöd, die Lehrer waren blöd, die Firmen waren alle blöd. Ich sage, was willst du denn werden? Ja, Sportjournalist im Fernsehen, aber nur für Autorennen. Das ist ein schöner Job, aber meinst du, die warten alle auf dich? Das Fernsehen ist auch eine raue Welt, da muss man auch kämpfen. Ich habe gesagt, du musst dich entscheiden, ob du immer im Nest deiner Mutter sitzen bleibst und die ganze Welt anklagst, dass sie dir, dem genial begabten jungen Mann, nicht den Posten geben, der ihm zusteht, oder ob du rausspringst und kämpfst, und wenn du kämpfst, wirst du verletzt. Das gehört dazu, wer für das Leben sich einsetzt, der bekommt auch immer wieder Kritik oder wird verletzt. Aber das braucht unsere Gesellschaft, Menschen, die Verantwortung übernehmen. Also der Unternehmertag soll in erster Linie für die Unternehmer, wie der Name schon sagt, aber natürlich schon auch in Verbindung mit den kommunalen Mandatsträgern stattfinden. Denn es ist sehr wichtig, dass sowohl die Unternehmer als auch die Politiker zusammenkommen, um miteinander zu sprechen, um sich kennenzulernen. Aber der tiefere Sinn ist natürlich, dass die Unternehmer einen sehr interessanten Information und Meinungsaustausch durchführen können. Aber so eine Veranstaltung kann man natürlich nur über die Runden bringen, wenn man auch Magneten haben. Wir haben sehr gute Magneten. Heute ist Bertram Brossard, der Vizepräsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, hier als Redner. Und dann natürlich sicherlich mit einer sehr großen Anziehungskraft Pater Anselm Grün. Ob ich glaube oder nicht, hängt nicht an meinen frommen Worten. Es gibt auch Menschen, die fromme Worte machen und trotzdem ist dahinter Unglaube. Sondern die Art, wie ich über Menschen rede, mit Menschen und zu Menschen. Und da erlebe ich in vielen Firmen ein Defizit. Da gibt es oft eine kalte Sprache. Eine kalte Sprache führt dazu, dass die Menschen sich verschließen, denn niemand will sich an meiner Kälte erkälten. Oder es gibt eine aggressive Sprache, eine verletzende Sprache, eine Sprache, die lächerlich macht, oder eine vorwurfsvolle Sprache. Und von Jesus sagen die Jünger, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Das ist eine wärmende Sprache. Oder der Heilige Geist kommt in Feuerzungen herab. Das ist eine Sprache, wo ein Funke überspringt, wo etwas ansteckend ist. Die Kirchenväter sagen, mit der Sprache bauen wir ein Haus. Und die Frage, welches Haus bauen wir? Ein kaltes, in dem niemand
leben will oder ein Haus, wo Menschen sich ermutigt fühlen. Nur ein paar Beispiele. Ich habe für eine christliche Stiftung einen Kurs gehalten, Führen mit christlichen Werten. Am Anfang waren alle begeistert. Beim Thema Sprache gab es eine hitzige Diskussion. Eine Frau sagte aus dem Führungskreis, wenn ich in diesem Führungskreis das sage, was ich spüre, werde ich überhaupt nicht ernst genommen. Nur wenn ich hier die kalte Business-Sprache spreche, werde ich ernst genommen. Dann gab es eine hitzige Diskussion und dann mussten sie erkennen, wir wollen mit christlichen Werten führen, aber unsere Sprache ist unchristlich. Die Magd sagt zu Petrus, deine Sprache verrät dich ja. Unsere Sprache verrät uns. Und ich habe neulich für den Finanzvorstand von Daimler einen Vortrag gehalten, auch über die Sprache. Und dann war der Vorstand doch sehr berührt und hat dann beschlossen, dass er mit seinem ganzen Team 2 Tage ins Kloster geht. Gut, dann haben wir auch darüber geredet. Und gerade die Frauen in dem Führungskreis, die waren die mutigsten, die haben gesagt, ja, wir haben alle Werte und ich gehe davon aus, dass unsere Firmenleitung das auch ernst meint, Integrität und Wertschätzung des Menschen. Ich denke, die Firmen sind da wirklich bemüht dran. Aber die sagt, wenn ich die Sprache meiner Mails täglich anschaue, dann sehe ich nichts von Wertschätzung. Dann ist da ganz viel Verurteilung. Oder Sie kennen alle die Zeitungsnotiz von dem Angestellten von Goldman und Sachs, der es nicht mehr ausgehalten hat, weil die Manager über die Kunden so blöd daherreden. Eine Bank, die so über die Kunden redet, wird sie verlieren. Oder ein anderes Beispiel, eine Frau erzählte, ihr Mann ist Management-Trainer, Professor für Werbepsychologie und Trainer für Manager. Und wenn er heimkommt, dann schimpft er auf die blöden Manager. Der sagt, wie kann das gut gehen? Nach 2 Jahren bekam er keine Aufträge mehr. Die Sprache wirkt, und wenn ich negativ spreche, auch wenn die Chefs über ihre Mitarbeiter negativ sprechen, das bewirkt etwas. Sprache schafft auch ein Raumklima. Wenn in einem Raum viel gestritten wird, dann fühlt man sich darin nicht wohl. Also ich denke, das ist ganz wichtig, ein Haus zu bauen, wo die Sprache ja, den Menschen achtet, wo die Wertschätzung der Sprache zum Ausdruck kommt, und eben nicht in der Verurteilung.